Finn der Kalier. Ob Sie gefunden oder haben Sie mich gefunden? Glaubt ihr allen Ernstes, dass euer Pfeil mich erreicht, bevor meine Klinge euer Herz durchbohrt? Gebt mir einen Grund, es zu versuchen. Ihr seid ein schlaues Mädchen, Kalia. Ein genialer Plan, Gut Goldenglanz zu kaufen und die Honigbräu-Brauerei zu finanzieren. Um die Niederlage eines Feindes sicherzustellen, müsst ihr zunächst seine Verbündeten schwächen. Das war die erste Lektion, die Gallus uns gelehrt hat. Ihr habt schon immer schnell gelernt. Nicht schnell genug, sonst wäre Gallus noch am Leben. Gallus hatte sein Reichtum und er hatte euch. Er musste nur in die andere Richtung schauen. Habt ihr den Eid vergessen, den wir als Nachtigallen abgelegt haben? Habt ihr erwartet, dass er eure Methoden einfach ignorieren würde? Genug von diesem sinnlosen Geplapper. Kommt, Kalia. Es ist Zeit, dass ihr und Gallus euch wiederseht. Ich bin nicht dumm, Mercer. Mit euch die Klingen zu kreuzen, wäre mein Todesurteil. Aber ich verspreche euch, wenn wir uns das nächste Mal begegnen, wird das euer Verderben sein. Mercer, glaub ich, Tom. Bei der Kalia ist der Fuchsliche. Wie interessant. Es scheint, dass Gallus Geschichte sich wiederholt hat. Dank Kalia habe ich die Mittel dazu, euch loszuwerden. So wird dieses uralte Grab eure letzte Ruhestätte. Aber wisst ihr, was ich am faszinierendsten finde? Dass all das erst durch euch möglich wurde. Lebt wohl. Ich werde Brynjolf eure Grüße ausrichten. Gib mir bitte Schlung. Sachte, sachte. Steht nicht zu schnell auf. Wie geht es euch? Wie es mir geht? Mir schon ein bisschen gegangen. Nein, ich habe euch das Leben gerettet. Meine Pfeilspitze war in ein besonderes lähmendes Gift getaucht. Das hat euren Herzschlag verlangsamt und euch vor dem Verbluten bewahrt. Hätte ich euch umbringen wollen, würden wir dieses Gespräch nicht führen. Ursprünglich wollte ich den Pfeil für Mercer verwenden, aber ich hatte kein freies Schussfeld. Ich habe mich im Bruchteil einer Sekunde dafür entschieden, euch aus dem Weg zu räumen und damit euren Tod verhindert. Mehr als ihr euch jemals vorstellen könnt, ich habe ein Jahr gebraucht, um das Gift für diesen Pfeil zu perfektionieren. Ich hatte nur gehofft, Mercer lebend gefangen zu nehmen. Mercer muss der Gilde vorgeführt werden, um sich für seine Taten zu verantworten. Er muss für den Mord an Gallus bezahlen. Mein Plan, Mercer ausgerechnet in der Schneeschleierzuflucht einen Hinterhalt zu legen, war mehr als nur reine Ironie. Vor eurem Eintreffen habe ich ein Tagebuch bei Gallus Überresten gefunden. Darin finden wir sicher die Informationen, die wir brauchen. Ich wünschte, ich wüsste es. Das Tagebuch ist in einer Schrift geschrieben, die ich noch nie gesehen habe. Entir, Gallus Freund an der Akademie von Winterfeste. Natürlich. Er ist der einzige Außenstehende, dem Gallus das Wissen um seine Identität als Nachtigall anvertraut hat. Es gab drei von uns. Mich selbst, Gallus und Mercer. Wir waren ein anonymes Fragment der Diebesgilde in Rifton. Vielleicht erzähle ich euch später mehr davon. Zunächst aber müsst ihr mit dem Tagebuch nach Winterfeste gehen und eine Übersetzung besorgen. Hier, nehmt auch diese. Die könnten sich auf eurer Reise als nützlich erweisen.
Tödliches Gift. Aha. Pass auf, Kalia. Warum kommst du nicht mit? Leider nicht. Ich muss noch Vorbereitungen treffen und Gallus Überreste bestatten. Ich verspreche euch, dort aufzusuchen, sobald ich kann. Mercer hat die Gilde belogen, mich als Mörderin gebrandmarkt und meinen Namen bei all seinen Kontakten in den Schmutz gezogen. 25 Jahre lang war ich auf der Flucht, habe niemals zweimal am gleichen Ort geschlafen und sorgfältig meine Spuren verwischt. Mercer soll nicht sterben. Er soll die kalte Hand des Schicksals zu spüren bekommen, wenn sein Leben vor seinen Augen in Trümmer fällt und er von der Gilde gejagt wird. Ich verspreche euch, wenn es soweit kommt und ich mit dem Rücken zur Wand stehe, werde ich keinen Moment zögern. Denkt dran, sprecht nur mit Entier, vertraut niemand anderem. Ja, ist gut. Der Mercer Frey, ein frischer 50er. Die Renate, so wie gerochen. Die Zeit ist knapp. Was gibt es? Ja, es gibt gar nichts. Wir sausen jetzt. Weiß ich nicht, sausen wir gleich noch auf Winterfeste? Was sagt ihr dazu, Serena? Wrack der Winterkrieg. Weit in die Richtung. Sagt ihr dazu, wenn wir gerade da sind. Ich saß mich schnell um. Und dann blitzt man auch Winterfeste. Wer ist da? Wusste ich doch, dass ich etwas. Aha. Ein eisiger Troll. Kann ich glauben. Der schlug her. Für Bürgreifer. Dieses Mistvieh. Nee, das ist schon bei mir, oder wie? Aber Vampire steht doch nicht. Dort kommt er. Ich weiß noch, wie man es hält. Ja, da liegt noch. Das will ich noch. Ein Wrack, wo soll ich sein? Da sind die Horker. Da haben sie einen Eisbären. So, ich vermute mal, der Eisbär wird gleich toben wie ein Wahnsinniger, wenn er mich riecht. Ja, wir sind durch. Ein gemütliches Lager. Wenn man mal die Fische kaust. Das ist Wrack. Weil er heftig. Ab durchs eisige Wasser. Und ich hab einen dicken Bait. Ich friere den weg. So, wie schon laut erinnert. Feinde, schon, oder? Der fuchtelt schon mit dem Messer rum. Komm noch rum. Banditenrappol. Ist da jemand? Rappol. Jodo. Ich bin schon mehr weggenugelt. Wer ist das doch?
Bandit haben wir drin. Das ist Domingo Gioba. Wenn ihr tot seid, kann ich euch wesentlich leichter ausfinden. Was? Melbe so knittert. Nix mehr, oder? In hohem Bogen flog. Da ist ein Schwert der Verminderung. Wie schießt du? Jetzt reicht es! Eine Pflaume. Aber schießt bei dir nicht. Und scheinbar ziemlich erfolglose Banditen. Die haben gar nichts gehabt, tschüss. Dann nehmen wir eine Kiste halt bei mir. Elfenohr. Dann haben sie Suppen gekocht. Ja gut. Serena, wir zischen ab. Harte Antworten. Ethereum-Splitter. 4 Stücke, ein Hobby. Aber erstmal jetzt weg den Antworten, da die Song. Auf nach Winterfeste. So, was steht da? Ich habe schon viel von euch und eurem Süßholzgeraspel gehört. Wer du? Du, Nick. Geh der Kasperl im Rucksack. Bei der Tür, nicht? Im frostigen Feuer. Was ist mir da nicht geheuer? Endtier. Ja, ja. Was gibt es? Kalia, so. Auguren? Oh nein, nein, davon will ich nichts hören. Das geht mir nichts an, gar nichts. Geht damit zu Teufdir, der ist schließlich für euch alle zuständig. Wie schaut denn aus mit Kalia? Kalia? Dann hat sie es endlich gefunden. Habt ihr Gallos Tagebuch? Ein Problem? Lasst mal sehen. Ah, das sieht Gallus ähnlich. Ein guter Freund, aber immer schlauer, als gut für ihn war. Er hat den ganzen Text in der Fallmeersprache geschrieben. Nein, aber ich kenne jemanden, der es vielleicht kann. Der Hofzauberer von Markart, Kalzelmo, hat vielleicht die Unterlagen, die ihr braucht, um das zu übersetzen. Eine kleine Warnung. Kalzelmo hütet seine Forschungen wie seinen eigenen Augapfel. Es wird nicht leicht sein, ihm die Informationen zu entlocken. Der Hofzauberer von Makkat, das trifft dich ganz gut. Kalzelmo ist so dickköpfig wie ein Maultier. Seid vorsichtig, wenn ihr mit ihm sprecht. Er möchte immer noch was, warte mal. Endlich bleiben wir du. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Ach, wirklich? Na, das ist ja putzig. Onmund hat zu viel Angst davor, selbst zu mir zu kommen und hat euch vorgeschickt. Ich will es euch ganz einfach machen. Bei mir gibt es keine Umtauschmöglichkeit. Das hat Onmund von Anfang an gewusst und er hat es trotzdem durchgezogen. Also gibt es nichts weiter zu sagen. So, wie schon laut mit überreden. Tja, wisst ihr, es ist mir herzlich egal, was für alle das Beste ist. Mich kümmert nur, was für mich am besten ist. Aha, ein Egoist. Ich habe bereits ganz deutlich gesagt, dass es bei mir kein... Nein, nein, ihr versteht das nicht. Onmund hat ein Geschäft abgeschlossen. Er hat seine Wahl getroffen und nun muss er damit leben. Nein, Mann. Das können wir doch ausdiskutieren. Ich habe bereits ganz deutlich gesagt, dass es bei mir... Wie hartnäckig ihr seid. Das ist richtig rührend.
Onmon gab schon auf, als ich das erste Mal Nein sagte. Aber ihr nicht. Na schön, ich erzähle euch eine kleine Geschichte. Nein, keine Geschichte. Tun wir mal einen Moment lang so, als wollte eine gewisse Person einen ganz bestimmten Stab erwerben. Tun wir außerdem so, als hätte sie für den besagten Stab ein paar wertvolle Gegenstände eingetauscht. Und erst später kam der Gedanke auf, dass diese Person einen solchen Stab missbrauchen könnte. Das sich daraus ergebende Desaster würde ein schlechtes Licht auf alle Beteiligten werfen. Könnt ihr mir noch folgen? Ihr seid darin nicht sehr gut, oder? Hört zu, ich habe etwas gegen einen Stab eingetauscht und später festgestellt, dass das keine gute Idee war. Also möchte ich meinen Stab zurückhaben. Versteht ihr jetzt? Es hört die Besorgung um einen Stab. Endlich sind wir uns einig. Ich freue mich darauf, ihn bald wieder zurückzubekommen. Je eher, desto besser, um genau zu sein. Je eher, desto besser. Schauen wir mal. Seid vorsichtig. Ich soll mich da raushalten. Ja, gut, wie schaut denn aus? Eigentlich ist es egal, wer in Winterfest an der Macht ist. Hier muss los, Nigel. Allerdings überrascht mich das auch nicht. Asu musste wegen dem Kaiserreich wegziehen. Aber der wir dürfen. Quaranir. Nelaka. Ich mache nicht gern Geschäfte mit Azuras Anhängern. Macht schnell. Azuras Anhängern bin ich nicht. Bis ihr zum nächsten Mal. Mich ich bin Anhänger der Bayern. Ich sollte nicht hier sein. Geh bei den Grine, geh, also Schreiter. Dieser Bengel. Eirit. Die Magier lassen uns nicht in die Akademie rein. Sie sagen, dass es da drin nicht sicher ist. Ich hab ein bisschen enttäuscht, du. Sagt einfach Bescheid. Wir haben vielleicht nicht so viel zu bieten wie Weißlauf oder Einsamkeit. Aber wir tun alles, um eure Aufenthalt möglichst angenehm zu gestalten. Kann nicht zu bieten. Die geht einfach. Das waren nur leere Versprechen. Leichte Rüstungen ermöglichen leichtfüßige Bewegung. Kluger Ansatz. Der Augurin. Maschine Domi. Wir marschieren noch zur Akademie. Eigentlich wollte man nach Solzheim auch reisen, gell? Aber dann meine ich immer wieder nicht dazu. So, der soll sich doch nur befinden, oder wie? In der Halle der Leistung. Sieht genug da drin? Wenn ihr einen Moment Zeit habt, könntet ihr mir mal helfen? Marian! Ich brauche immer noch Hilfe, wenn ihr die Zeit erübrigen könnt. Du brauchst Hilfe? Und wir auch nicht. Wir versuchen doch alle, bessere Magier zu werden, stimmt's? Nun, ich brauche jemanden, mit dem ich einige Zauber üben kann. Eigentlich nichts Gefährliches. Wärt ihr bereit, mir zu helfen? Wo springt denn außer? Nun, ich dachte einfach, ihr würdet vielleicht gern einer Magierkollegin helfen. Wenn das nicht reicht, dann könnte ich euch wohl noch mein Amulett geben. Nur das Amulett? Oh gut, ich hatte schon Angst, ich müsste Gesargo fragen. Bleibt einfach dort stehen. Bitte haltet still und versucht euch nicht zu bewegen. Oh Gott. So, und jetzt? Du liebe Zeit, das hätte nicht passieren sollen. Geht es euch gut? Ihr seht ziemlich, grün aus. Paper, so dumm steht. Es tut mir schrecklich leid. Ich bin alles wieder und wieder durchgegangen und war mir sicher, dass es laufen würde. Ich weiß nicht genau. Ich glaube, ich habe mich nur irgendwo ein wenig verrechnet. Ich bin sicher, es wird bald abklingen. Dann ist alles in bester Ordnung und wir können es noch einmal versuchen. Inzwischen versuche ich herauszubekommen, was schiefgelaufen ist. Warten, bis der Zauber abgeklungen ist. Ja, die blöde Kuh. Ich gehe dann mal wieder. Weil er aber so dumm steht.
Ich hab ihn verflucht. Ich brauche immer noch Hilfe, wenn ihr die Zeit erübrigen könnt. Nein, sonst schlug ich dich. Sirena, was geht nur rum? Bitte beim Flirten? Seit vielen Jahren schon hat niemand mehr vom Sijik-Orden gehört. Kaum zu glauben, dass jetzt... Davon habe ich noch nie etwas gehört. Habt ihr Tolf dir gefragt? Er ist schon lange hier und weiß offenbar fast alles. Ihr hat nichts gehört. Kann doch nichts hören. Er frisst er dauernd. Ich brauche immer noch Hilfe, wenn ihr die Zeit erübrigen könnt. Hilfe kriegst du gar nicht mehr. An Kano, also dir doch. Ihr mag mich nicht. Ihr Katzenrassist. Es fällt schwer, es zuzugeben. Mein Kottenbruder. Aber Shisaru kann immer noch etwas Hilfe gebrauchen. Ich brauche immer noch Hilfe, doch, wenn ihr die Zeit erübrigen könnt. Hilft dir. Gut zu sehen, dass es in Himmelsrand immer noch so gute Menschen gibt. Ihr gebt einem alten Mann Hoffnung. Ah, das ist ein Name, den ich schon seit geraumer Zeit nicht mehr gehört habe. Meine Güte, es ist schon Jahre her, seit ich das letzte Mal mit ihm gesprochen habe. Ich nehme an, er ist immer noch unten in der Müllgrube, aber ich habe nicht nachgesehen. Werdet ihr ihn aufsuchen? Richtet ihm einen Gruß von mir aus, ja? Eine Müllgrube? Unterhalb der Akademie. Es ist nicht sehr angenehm dort. Also seht euch vor, wenn ihr dort hinuntergeht. Der gesuchte Mann ist in der Müllgrube. Toll. Hat dieser Grund? Ich brauche immer noch Hilfe, wenn ihr die Zeit erübrigen könnt. Konnte vergessen. Absolut. Geht lieber.